Der Innenputz mit seiner Oberflächenbeschichtung, wie zum Beispiel Farbe oder Tapete, sollte eben und wasserdampfdurchlässig sein, damit die dahinterliegenden Ziegel die Raumfeuchte ideal aufnehmen können. Zum Verputzen muss der Putzgrund frei von Staub und losen Bestandteilen sein. Nun kann der Innenputz in zwei Arbeitsgängen aufgetragen werden. Zunächst mit der Putzmaschine den Putz an die Wand oder Decke bringen. Dann wird der Putz mit einer Abziehlatte gleichmäßig verteilt. Bei großen Wandflächen arbeitet man mit einem Richtscheit. Nun wird auf den noch frischen Putz eine zweite Lage aufgebracht und lot- und fluchtgerecht abgezogen. Danach wird die Fläche mit einem Filz glatt gerieben. So entsteht der richtige Untergrund für eine Farb- und Oberputzbeschichtung. Beim Einsatz von Tapeten verwendet man entweder Gipsmaschinenputze mit einer geglätteten Oberfläche oder Kalk-Gipsputze als Glättputzrezeptur. Generell gilt, dass die Angaben der Putzhersteller genau eingehalten werden müssen.